Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Unstable 3. Folge 42 sind wir heute leider. Wenn ich mir so überlege, es ist schon wieder ewig viel Zeit. Und irgendwie jetzt. Ich habe einen Wackelkontakt, das habe ich ja schon mal erzählt. Den Wackelkontakt an meiner Klinke. Und jetzt muss ich da manchmal einfach mal so dagegen tippen und dann geht das wieder. Nun gut. Ich habe mich mal dahinter gesetzt und habe meine Diamantbienen jetzt gezüchtet, eine reine. Und habe schon mal auf Longer Life und auf Fastest Worker Rauch gebracht. Ich glaube, es ist nicht das Beste. Ich glaube, Longest war das Beste, oder? Bin mir unsicher. Mal ganz kurz gucken. Das hier ist ja das Beste, was ich hingekriegt habe bisher. Ja, Longest. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Jetzt bei der Diamantbiene, weil ich brauche unbedingt Diamanten und ich bin zu faul, um mal einzugehen. Also wir machen uns eine Diamantbiene, weil wir durch das Zeug da oben auch nicht so viele Diamanten rauskriegen. Wir haben prozentual nämlich sogar mehr Emeralds rausgekriegt, als wir Emeralds gekriegt haben. Und das muss nicht sein. Nun gut, das wollte ich nur mal sagen. Also wir arbeiten jetzt schon mal ein bisschen an der Diamantbiene und dann kommt die Reaktorbiene. Und ich habe da oben die Slime-Insel weg. Das habe ich vergessen, letzte Folge zu sagen. Ich habe die Slime-Insel abgebaut. Wobei ich theoretisch müsst ihr nicht die ganze Insel abbauen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es reicht, wenn ihr diese Flüssigkeit da entfernt. Ja. So. Und heute wollten wir Pneumatic Craft machen. Weil da gibt es ein paar richtig coole Sachen, die ich unbedingt haben möchte. Die aber Advanced Pneumatic Craft Zeug sind. Also zum Beispiel Fluxkompressor. Da brauchen wir Advanced Pressure Tubes. Dafür brauchen wir alles Mögliche. Wir könnten auch theoretisch einen Electric Compressor machen, dafür bräuchten wir aber auch einen Advanced Tube und dann bräuchten wir einen Generator und Glasfieberkabel, was jetzt nicht so unbedingt das Problem wäre, das Glasfieberkabel. Oder Glasfaser. Glasfaser. Wir brauchen halt Printed Circuit Board. Und wir brauchen Advanced Pressure Tubes und hier bräuchten wir halt nur Redstone, also ist ja noch billiger, weil Redstone Flux ist im Endeffekt eh schon bescheuert, aber na gut. Wenn wir überlegen, das hier ist wesentlich billiger und produziert das gleiche. Also natürlich, das produziert ein bisschen mehr, weil es mit IC2 ist, aber nun gut. Jedenfalls, auf hinaus wollen, heute machen wir uns Plastik. Hier, Plastik. Diese Seeds gibt es nicht mehr. Plastic plants are being removed in favor of oil. They only exist still to provide a smooth transition towards the oil system. Ja, denn wir haben jetzt ein neues System, das Ölsystem, und was ihr theoretisch machen könnt, ist ein Seismik-Sensor, der kostet nicht so viel. Der sagt euch praktisch, wo wie viel Öl in der Landschaft ist. Der leitet euch dahin, aber wir hatten da oben eine Öllache direkt oberhalb an der Oberfläche und da habe ich mal eine Drum gemacht. Das sind 72 Eimer. Das muss erstmal reichen. So, das brauchen wir nämlich. Wir brauchen nämlich Öl für das Plastik. Weil ich noch gar nicht so weiß, ob wir überhaupt heute zu Plastik schon kommen werden. Jedenfalls machen wir erstmal uns einen Haufen. Pressurized Iron. Zwei, machen wir drei Stacks. Ja, sind noch ungefähr 400 Eisen. Mal gucken, vielleicht gehe ich doch nochmal mine oder ich mache nochmal Ore-Shit-mäßig was. Mal gucken. Und dann brauchen wir noch was. Und zwar. Moment, geht eigentlich auch. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Geht das? Jetzt mal ganz kurz probieren. Ich bin gerade zu faul, im NEI zu gucken. Deswegen gucken wir jetzt so. Ja, es geht. Tiny TNT. So, und das Mini-TNT, was gleich den lustigsten Sound der Welt macht. Ich will dieses Soundfile eigentlich überall mal verwenden können. Irgendwie. Bei irgendwelchen lustigen Dingen einfach dann. Aber das ist gleich, was daran so lustig ist. So. Jedenfalls haben wir einen Tiny TNT, da schmeißen wir mal das Eisen. Das ist das Eisen daneben, denn wir müssen das jetzt aktivieren. Und gleich macht's Puff. Es ist einfach. Willst du mich gerade verarschen? Willst du mich gerade echt. Pressurized Iron macht man durch eine Explosion. Willst du mich echt verarschen, Server? Hat's aber auch nicht eingesammelt, ne?
Sir, mich gerade. Willst du mich verarschen? Es hieß eine Es ist immer so gewesen. Das wurde auch nicht geändert. Es ist immer schon eine Explosion gewesen, die nötig ist. Also wenn es jetzt klappt, dann gebe ich mir das Eisen wieder, die 3 Stacks, weil ich habe nicht so viel. Und was war das? Mal ernsthaft. Warum geht das jetzt? Liegt's am Tiny TNT? Aber das ging doch sonst auch immer. Warum? Ich begreif's echt nicht. So, das muss ich dann nachher wieder schön machen. Ist mir jetzt egal. Ich hab noch ein Marble. So. Okay. Gut, das heißt, ich gebe mir jetzt das. Tut mir leid. Ich muss cheaten, nur ich habe nicht so viel Eisen. Und ich sehe auch nicht ein, dass ich da jetzt unbedingt so eine Scheiße. Es muss ja eigentlich mit Tiny TNT gehen, oder? So rein theoretisch. Ich mache jetzt nochmal ein TNT und dann jagen wir es nochmal hoch und dann laufen da kommt mehr raus. Also falls einer von euch weiß, seit wann das geändert wurde, ich weiß davon nichts. Ich habe nie was in Changelogs gelesen. Habe ich mal hier irgendwie. Na gut, zersprengen wir uns die Landschaft, ist egal. Weil deswegen wollte ich eigentlich das Tiny TNT, weil das Tiny TNT macht nur so ein kleines Puff. Warum auch immer, ich verstehe echt die Welt nicht mehr. So, ein bisschen Eisen verliert ihr immer dabei. Also ihr kriegt nicht das volle Eisen kompresst. Das ist der Nachteil von diesem System mit der Explosion. Und verwendet anscheinend einfach kein Tiny TNT, weil das irgendwie nur dämliches Zeug macht und euer Eisen verschwinden lässt. Und keinen Kompress macht. Scheißdreck. So, okay. Zurück zum eigentlichen Thema. Was brauchen wir? Wir brauchen zuallererst mal einen Air Compressor. Damit wir überhaupt Luft erstmal kompressieren oder klein drücken können. Und dann gibt es noch Pressure Chamber Valves. Sowie Pressure Chamber Walls und Pressure Chamber Windows. Daraus können wir uns einen großen Pressure Chamber bauen. Wobei ich im Moment. Moment, brauchen wir den überhaupt? Den brauchen wir erstmal doch gar nicht. Den brauchen wir erstmal gar nicht. Okay. Ja, wenn wir den nämlich nicht brauchen, dann machen wir den erstmal noch nicht. Craften wir nämlich erstmal so, genau. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Dinger, die wir brauchen. Ich sitze schon wieder falsch auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Ja, ich sitze falsch auf dem Tisch. Und zwar, wir brauchen UV-Lightbox noch. Ach ja, stimmt, es gibt ja jetzt Amadrin. Oh, was kostet denn das? Dafür brauchen wir Platz, okay. Okay. Stimmt, damit wir überhaupt diese PCP machen können, brauchen wir Amadrin. Das neue Amazon von Palmatic Craft, mit dem man sich alles kaufen kann. Also nicht alles, aber einige Dinge zu überteuerten Preisen. Aber nun gut. Jedenfalls brauchen wir als allererstes mal halt diesen Air Compressor. Dafür brauchen wir so eine Pressure Tube. Falls ein paar davon. So. Dann machen wir einmal einen Kompressor. Air Compressor. Warte mal, es gibt Achievements dafür. Ist da vielleicht auch eine Anleitung gleich mit dabei? Nur für jetzt jemanden, der es noch nicht gemacht hat, Dramatic Craft. Scoop Up Oil, ja. Okay. Warte mal, kann ich das Event auslösen, wenn ich das mache? Ja, kann ich. Okay, das ist geil. Das heißt nämlich, wir können dann hier praktisch immer gucken. Und jetzt steht hier halt gleich Refining. Acquire a Refinery. Und das ist praktisch das, was wir jetzt machen müssen. Eine Refinery. Beziehungsweise nicht nur eine, sondern 4 Stück. Warum 4 Refineries? Denn wir wollen es ja gleich ein bisschen schöner machen alles. Ein bisschen besser und schneller und was weiß ich. So, und jetzt ist hier Plastik. Create Plastic by putting LPG and coal in a thermopneumatic processing plant. Das ist dieses Gerät hier. Das können wir auch mal schnell noch machen.
Brauchen wir eh noch. Wo ist hin? Da. So, das brauchen wir noch. Dort kommt dann unsere Flüssigkeit rein. Und was wir auch noch brauchen, wir kompressieren gerade jetzt Luft. Ich mache auch nochmal einen zweiten. Beziehungsweise vielleicht sogar einen dritten. So. Dafür brauchen wir dann Kohle. Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und was wir noch brauchen werden, ist Hitze. Denn diese Refineries, wenn man hier Shift drücken, sehen wir einen Haufen Text. Da steht im Endeffekt nichts anderes, dass man auch mit den 4 Refineries steht da unten. Und dass es die Dinger halt zerlegt. Öl wird zu Diesel, das wird zu Kerosin, also Kerosin, das wird zu Gasolin, Gasoline, keine Ahnung, und das wird zu LPG. Und aus diesem LPG können wir mit Hilfe von Kohle, wenn wir das zusammen in diesen Thermopneumatic Processing Plan packen, kriegen wir da Zeug raus. Hier, yeah, yes. Ich habe keine Ahnung. Egal. Jedenfalls steht hier das schon dabei. Da unten steht's, genau. The more heat you apply to refinery, the faster it runs. Wir brauchen Hitze. Und wie generieren wir Hitze? Beispielsweise der. Wo ist er? Gab es irgendwas Advanced? Da, genau. Advanced Liquid Compressor. Der produziert Hitze. Problem ist allerdings, wir brauchen dafür Plastik. Das heißt, wir brauchen noch einen anderen Weg. Und da kommt die Vortex Tube ins Spiel, die ich gerade nicht finde. Das ist so ein Röhrchen. Da. Geht eigentlich auch relativ einfach. So. Und die macht Folgendes. Die splittet auf. Den setzen. Wir sehen, wenn wir sie angucken, rot ist der heiße Part. Da sind es im Moment 22 Grad. Und an dem kalten sind es auch im Moment 22 Grad. Und das können wir erhöhen, sag ich mal. Und Pneumatic Craft kann explodieren. Ich habe jetzt noch keinen Raum gemacht. Da hinten ist mein Zeug. Davon machen wir es erstmal hier hinten. Ich möchte nicht. Ich habe auch mal das ME-System schon ein bisschen ausgebaut. Ich brauche ihn auch noch. Oder bauen wir es hier oben? Wir können es eigentlich auch hier oben bauen. Bauen wir es hier hin. Vortex Tube. Die sich scheiße hinsetzen lässt. So. Dann brauchen wir. Vielleicht nochmal Eisenblöcke. Denn. Wir brauchen erhitzte Eisenblöcke sozusagen. Die Eisenblöcke können wir nutzen, um Hitze abzutransportieren. Wir können praktisch hiermit die Hitze abtransportieren und können die beispielsweise direkt an diese Refineries anbammeln. Wir haben jetzt im Moment 22 Grad, ihr seht hier Temperature und hier sehen wir auch die Dinger aus Öl, machen wir Diesel und LPG. Und wir sehen jetzt hier auch, wir haben 3 zur Verfügung, den 4. noch nicht. Wenn wir das übereinander setzen, ich weiß gar nicht, brauche ich da vielleicht nur. Ich glaube, es zählt dann als Multiblock, ne? Wenn ich das so mache, müsste das hoffentlich funktionieren. Wir werden es gleich wissen. So, dann noch ein bisschen. Pneumatic Tubes. So. Air Compressor. Und der hat maximal 5 Bar. Diese Vortex Tube. Ups. Nein, nicht das. Nein, das. Hat 20 Bar maximal. Wir sollten nicht über 5 Bar kommen. Wenn wir über 5 Bar kommen, würden uns dieses Ding hier in die Luft fliegen, genauso wie die Pressure Tubes. Die halten maximal 5 aus. Die Advanced Pressure Tubes halten, glaube ich, unendlich 20. Es gibt nicht unendlich, es gibt 20. Wahrscheinlich ist 20 wirklich das Maximale. Und ja, jedenfalls können wir da einen Kohleblock reinpacken. Setzen wir einen hier rein. Und dann werden wir jetzt sehen, wie sich hier der Druck langsam aufbaut. Wir haben jetzt 0,1 Bar und so weiter und so fort. Und ihr seht jetzt, wie es sich langsam aufteilt. Wir haben jetzt hier schon drüben 30, auf der anderen Seite 14, 30. Wir kühlen die Seite ab und die Seite heizen wir auf. Was jetzt allerdings komischerweise nicht. Ach, warte, brauche ich die Pneumatic Iron Block? Ich glaube, ich brauche die. Moment. Wollen wir ganz kurz ein Bild öffnen. Da sehe ich es dann. Da ist es. Hab ich vorhin mal ein bisschen gesucht gehabt. Doch, das sind Eisenblöcke. Also ihr seht, es wird jetzt wärmer. Wir haben jetzt schon 60 Grad. Es kann auch sein, dass man es dann erst irgendwie sieht. Also ihr seht, hier drüben wird es ganz blau und hier drüben ganz rot. Ich mache mal so einen Pneumatic Iron Block. Kann auch sein, dass wir die brauchen. Ich bin mir da gerade unsicher. Auf dem Bild erkennt man sie nämlich überhaupt nicht. Aber es könnte sein.
okay, wir brauchen die Dinger. Und die leiten jetzt die Hitze weiter. Ihr seht, jetzt haben wir 37 Grad, 38. Und wir bauen jetzt hier langsam Druck auf. Und je höher der Druck, desto höher die Temperatur. Und desto schneller verarbeiten wir hier. Was wir jetzt machen können, ist beispielsweise hier einmal Flüssigkeit reinpacken. Öl. Und ich weiß nicht, wo man sieht, wie schnell es sich verballert. Aber... Ah, wir brauchen 100 Grad. Ah, das ist auch gut zu wissen. Wir brauchen 100 Grad. Dann mache ich mal noch so einen. Mensch. Vortex. So. Machen wir nämlich einfach, weil wir es können, noch einen zweiten. Den... Nein, nicht so. Das ist blödes Platzieren. Nein! Och, Arsch, was? Ach, ja, also es ist schon fast richtig. So, okay, genau, uns verbindet sich auch sehr gut. Okay, alles gut. So, und jetzt haben wir natürlich hier, wie ihr seht, wir verlieren sogar Erddruck. Das heißt, wir produzieren im Moment weniger, als wir eigentlich verbrauchen. Ne? Wie man hier deutlich sehen kann. Das heißt, wir setzen uns einen hin. Hauen wir den noch mit an. Jetzt dürfen wir hoffentlich wieder steigen. Sehr gut. Das heißt, wir produzieren jetzt hier, also wir heizen wieder mehr auf. Und in der Zwischenzeit hole ich mal eine Convert. Convert. Damit wir die Flüssigkeit mal rüber transportieren können. Ist der Drum. So. Kann ich das einfach? Ja, anscheinend schon. Switch. Und dann bitte extracten. Okay. Das geht schneller als das andere Zeug. Das Ding haben wir auch. Das Ding braucht auch Hitze. Das heißt, es ist gut, dass wir es hier direkt dran haben. Können wir es hier dran packen. Und hier sehen wir auch, was praktisch passiert. Mit einer Kohle und 100 LPG kriegen wir Plastik. Brauchen 100 Grad auch wieder. Druck ist komplett egal. Außer wir wollen beispielsweise Diesel zu Lubricant. Ist auch kein Problem. Diesel zu Kerosene ist ein Problem, brauchen wir Druck 2. Genauso dann zu Gasoline und zu LPG. Das heißt, das Billigste ist wirklich, wenn wir jetzt hier warten, dass wir vielleicht LPG rauskriegen. Dafür brauchen wir aber mehr Temperaturen. Wir steigen noch. Wie haben wir hier? Ihr seht, jetzt hier drüben ist arschkalt. Wir könnten das auch abfangen. Moment. Ich glaube, dann wird das sogar blau. Aber es war so, ne? Ja, 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 ja. Und ich will mal ausprobieren. Können wir einen Heatsink machen? Nur mal so nebenbei. Also wir können die eh machen, ja. Aber die lassen praktisch die Temperatur abfallen. Genau. Und jetzt steigen wir ein bisschen schneller auf, wie ihr seht. Also was heißt schneller auf, aber wir haben halt hier keine kalten Temperaturen mehr. Jetzt will ich mal kurz gucken, geht das? Jetzt seht ihr, es geht halt wieder schnell nach oben. Damit könnt ihr halt praktisch die Hitze regeln, praktisch hier alles wieder entfernen, was ihr nicht braucht an Hitze und so weiter. So, das heißt, wir machen nochmal einen Heatsink für da hinten, damit wir die Kälte abtransportieren. So, sehr schön. Jetzt haben wir im Endeffekt fast den gleichen Druck noch wie vorhin. Ihr seht, wir bleiben jetzt auch konstant hier. Das heißt, mehr Druck können wir im Moment nicht aufbauen. In dieser gesamten Anlage. Aber, wie ihr seht, wir gehen trotzdem noch mit Temperaturen hoch. Wir sind jetzt bei 92. 93. Ich hoffe, wir schaffen die 100. Das Ding hat 94. 93, okay. Enable on any... Ja, okay. Gibt's ja auch noch... Problems. Apply more heat. Ja, ja. Was gibt's da? Adding blocks that generate heat around this machine. Ja. Das machen wir ja. 98 Grad. Es ist halt, es dauert eine Weile, ehe das rüber geht. Aber und ihr seht, wir bleiben halt jetzt hier fast konstant bei einem Bar. Und wir können jetzt nur mit Hilfe der Heatsinks schnell die höheren Temperaturen erreichen. Die wir nötig haben. Jetzt sind wir zum Beispiel bei 99 Grad. Und je höher die Temperatur, desto schneller verarbeitet es natürlich. Das ist, denke ich mal, relativ logisch, dass es auch so ist. Und ich will mal
Ich glaube, wir müssen dann mal hier Tanks machen. Warte, wir machen das gleich mal. Warte mal. Tank. Gerne die da. So, 4 Stück. Fluid Converts bräuchte ich nochmal vielleicht. So. Und dann machen wir hier mal kurz disabled. Nein, nicht insert, disabled. So, und dann. Wobei wir. Ne, wir können eigentlich erstmal gucken, was hier. Vielleicht ist es besser, wenn wir erstmal abwarten. So, wie viel haben wir jetzt? 97. Na, anscheinend kommen wir noch über 100. Dann machen wir doch noch den letzten. Ich dachte, vielleicht brauchen wir es nicht. Na gut. Dann halt schneller. Sind die Heatsink noch hinterher? Also die Sache ist die, je mehr natürlich entsteht, jeder Heatsink kann nur eine gewisse Anzahl abführen. Das heißt, wenn beispielsweise ihr jetzt, was weiß ich, 700 Grad habt, reicht ein Heatsink nicht, um es vielleicht schnell genug abzukühlen, wie ihr da Hitze erzeugt. Also da müsst ihr aufpassen. So, 98. Komm schon, 99. Komm schon, 100. Wir sind bei 1,2 Bar. So, und da könnte sich's meinetwegen irgendwo da einpendeln. Kein Problem. Und wir haben 100. Also fast. Komm schon. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Na komm. Das Ding hat 101. Das Ding hat 109. Das wechselt sich immer ab. Das ist so. Ach guck mal, wir haben schon Diesel, Kerosin. Ah, wir haben schon welches. Sehr gut. Dann können wir mal. Hier sehen wir auch die Flüssigkeit ein klein wenig umbacken. Ich glaube, ganz unten ist das leichteste. Also. Ne, warte, ganz oben ist LPG, glaube ich. Gehen wir mal. Extract. Extract always active. LPG. Perfekt. Und das muss jetzt nach da unten. Das heißt hier Insert. Da Extract. So, und dann lasse ich das mal ein bisschen laufen. Wir sehen es dann gleich wieder, ne? Wenn ich mal ein bisschen erzeugt habe. Bis gleich. So, der ist hier wieder. Und zwar habe ich schon mal den Plastikmixer gemacht. Und wir haben jetzt Musik. Ich mach mal ganz kurz da so. Wir haben jetzt schon 7000 Millibuckets Plastik, denn aus 100 RPG plus einer Kohle kriegen wir einen Eimer Plastik. Und ihr seht, wir sind jetzt hier schon bei 118 Grad. Es geht ein bisschen schneller mittlerweile, dass wir hier das produzieren. Und die Dinger, diese Kerosin und so, könnt ihr auch zum Brennen nutzen. Zum Beispiel RPG brennt 900.000. Zum Vergleich, Kohleblöcke sind 16.000. Und ein Eimer Lava. Ich weiß gar nicht, also zum Vergleich, ne? 100 Blöcke sind 20.000. Nummer, ne? Also wenn ihr viel brennen wollt und lange irgendwas brennen lassen wollt, dann, keine Ahnung, ihr habt zu viel Öl, dann nutzt das Ding und macht da draus Diesel, Kerosin und Gasoline und dann habt Spaß. So. Okay. Aber, ich packe jetzt erstmal hier einen Plastikmixer hin. Der nimmt natürlich jetzt hier die ganze Hitze erstmal weg. Was ich gerade nicht verstehen kann. Was? Bitte was? Kann das Ding nicht drei Maschinen machen? Verdammt. So, jedenfalls hier können wir aus Flüssigkeit und Farben können wir Plastik herstellen. Steht auch hier, glaube ich, nochmal. Ein Plastikmixer is used to melt down plastics into liquid plastic. Can be crafted. Just supply these dies and click on the desired. Genau. Ich bin gerade. Plastic Section Tab. Heat. Oh mein Gott, es brennt. Require. Add plastic in the bottom slot of Moment.
Bin ich gerade bescheuert? Moment. Moment, bin ich gerade wirklich bescheuert? Sledgehammer Interface, das ist nicht das, was wir brauchen. Bin gerade nämlich ein wenig verwirrt. Der Plastikmixer, wir haben hier zwar Flüssigkeit, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt das ist, was wir brauchen. Kann ich das hier nicht rausnehmen? So irgendwie, ne, ich brauche Kohle mehr. Ja, ich brauche mehr Kohle. So. Da rein. Nein, da rein. So. Dann machen wir das anders. Machen wir das mal kurz so. Extract. Always active. Höhentemperatur aus. Okay. Rot, grün und blau. Also wir brauchen Lapis. Eigentlich Cactus Green. Und Red. Beziehungsweise Poppy habe ich dann. Da habe ich noch welche, okay. Einmal wieder kurz schmelzen. Und dann bin ich mal gespannt, was es damit jetzt auf sich hat. Ob wir das jetzt überhaupt craften können, weil ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ach, mein Gott, der frisst ja wirklich alles auf. So, und dann, ne? Gibt's irgendwie White Plastic? Davon steht nämlich nichts in irgendeinem Tutorial drin. Bin gerade ein bisschen sauer. Dachte jetzt, wir brauchen einen Plastikmixer, aber es macht ja eigentlich keinen unbedingt Sinn. Das ist ja nur dazu da, um es irgendwie wieder flüssig zu machen anscheinend. Plastik-Section. Ach, hier. Ach, meine Güte. Wir brauchen gar keine Hitze. Okay, gut, dann hat sich's geklärt. Gut, und dann können wir jetzt hier sagen, was wir Plastik wollen. Sehr gut. Und das können wir auch wieder einschmelzen. Dafür bräuchten wir aber dann Temperaturen. Okay, alles cool. Gut. Können wir Plastik machen. Yeah. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall diese Assembly Line. Dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir blau. Und hier irgendein Zeug, was erstmal nichts weiter fordert. Also wir brauchen diese blau. Wir brauchen 6 pro Tube und wir brauchen noch dieses Printed-Zeug. Dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir Treasure Chamber. Ich möchte gerne diesen Advanced Air Compressor machen. Den können wir noch nicht machen. Können wir den Liquid Compressor, den können wir machen, weil Lava haben wir ja genug. Brauchen orangenes Plastik. Brauchen halt die Dinger. Dafür brauchen wir die, dafür brauchen wir das. Und das bekommen wir da draus. Okay, also wir brauchen Pressure Chamber. Yay. Sind bei 1,7 Bar, das ist kein Problem. Das nehmen wir jetzt auch langsam alles wieder ab. Das ist nicht so schön. So. Hier, da. Könnt noch mal so ein bisschen Blöcke hinterher haben. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann fangen wir schon mal an. Ich habe noch ein bisschen Pneumatic-Zeug. War das so? Ja, genau. Pressure Chamber Wall. Wir machen diesmal nicht die schönsten. Wir machen einfach nur die funktionalsten. So, wir brauchen noch Pressure Chamber Wolves. Und das Interface war mit... Ach, das ist einfacher geworden. Wir brauchen nur einen Hopper. Das ist geil. Weil früher war das... brauchte man auch diese komischen Pneumatic-Dinger und was weiß ich nicht alles. Das ist schön, dass es jetzt gleich einfacher geht. Dadurch müssen wir praktisch dann nicht unsere Hitze vom Anfang gleich wieder kaputt machen. Hups. 2, so. Dann machen wir mal 2 von den Dingern. So, Treasure Chamber Interface. Okay. Reicht das schon? Das könnte schon reichen. Baue ich das erstmal hier oben alles auf. Können das ja dann später nochmal verschieben. 2. Ich möchte es gerne hier zur Seite dann rausnehmen. Jetzt ist die Frage, da ist ein I drauf, das heißt, das ist Input. Das ist falsch. So, da ist nämlich ein O drauf, also so ein komisches O. Das heißt Output. Ja. So, ich weiß gar nicht, kann man irgendwie dieses Glas
Können wir doch mal, kommen. Machen wir irgendwie ein bisschen Winst mit dem Glas. Einfach nur, damit wir was haben. So. Können auch theoretisch den ganzen Treasure Chamber aus dem Glas machen, aber das ist ja hässlich. So, Frage ist, reicht mir ein kleiner? Ja, ne? So, dann bauen wir noch ein Treasure Chamber Interface hier oben. Im Input oben. Und ich glaube, es muss größer sein. Ich glaube, wir brauchen mindestens einen größeren. Also mindestens 2x2, glaube ich. Steht das eigentlich dabei? Mensch. Create a hollow 3x3 structure. With was? With one pressure chamber valve connecting to... Ach so, wir brauchen ja noch einen Valve. Stimmt. Step. Valve. Okay. Okay. Was? Connecting to the inner air block, pointing at the air block pressure chamber walls and printer can be used into Interface. Wir haben da hinten alles zu, wir haben hier alles zu. Was ist hier schon wieder kaputt? Ach, das Valve sitzt falsch, oder? Das sieht doch besser aus. Ah, okay, das Valve hat falsch geguckt. So, jetzt sieht es auch schon anders aus. 3x3 Treasure Chamber. Wir haben hier den Druck. Wir können auch die Rezepte sehen. Zum Beispiel mit 4 Bar können wir Diamanten aus Kohleblöcke machen. Wir können auch halt die ganzen Dinger machen. Wir können Etching Acid machen. Wir können uns MDPCP machen. Weil wir wahrscheinlich erstmal Etching... Wir brauchen trotzdem UV Lightbox. Ich weiß es nicht. Na gut, mal gucken. Ja, und das Interface hat halt den Vorteil, wir können hier umstellen zwischen verschiedenen Filter-Modes, zum Beispiel Name Begins With oder Name Contains, und dann machen wir einfach sowas, damit er erstmal nichts rausnimmt, weil andernfalls würde er jetzt praktisch schon mal alle Items rausnehmen, das wollen wir nicht. Hier oben haben wir einen Input und da wollen wir alles reinhaben. So, dann brauchen wir halt hier noch die Pressure, wobei ich das wahrscheinlich dann mit dem Liquid machen werde. Das heißt, ich werde mich mal kurz hinten kratzen am Rücken. Und dann werde ich mal so einen Liquid Compressor machen. You can either pump in fuel, right click with a fluid container like a bucket. Und die Frage ist nämlich, wir haben ja das ganze Zeug hier übrig. Kerosin, Gasoline und so weiter. Und die haben ja jetzt... Genau, die sind ja im Endeffekt immer schlechter. Und wir können die nur noch in die höheren aufbrechen. Das heißt, wenn wir vielleicht Gasoline nehmen und... das dann verbrennen in dem Liquid Compressor, dürfte der eigentlich Ewigkeiten laufen. Na gut, aber das machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Project Unstable, wo wir dann noch ein bisschen weiter mit Pneumatic Craft arbeiten, denn ich finde das eigentlich gerade relativ cool mit dem ganzen Plastik. Brauchen halt noch ein bisschen Rot vielleicht. Aber eigentlich doch leichter, als ich gedacht habe. Jetzt habe ich natürlich hier alles aufgeruppt. Weil ich persönlich gedacht hatte, kann ich eigentlich, warte mal, wenn ich hier Extract mache und hier Insert, geht das? Nö. Schade. Okay, dann versuche ich, dass jetzt irgendwie die Flüssigkeit wieder rauszukriegen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, weil ich möchte das Ding gerne umstellen. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag, Woche, Monat, es geht, sehr gut. Und ja, dann auf Wiedersehen, ne? Habt noch einen schönen Tag. Warum ist da jetzt braunes Plastik rausgekommen? Ich habe dann nirgendwo draufgelegt. Egal. Gut, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.